Ganz Deutschland ist begeistert von der blauen Polizeiuniform. Ganz Deutschland? Nein, ein von unbeugsamen Bayern bevölkertes Land hört nicht auf, an der modernen und atmungsaktiven Polizeitextilie rumzumäkeln. Ganz vorneweg die Polizeigewerkschaft in Bayern. Die Polizisten beschweren sich über die Passform natürlich bei den Hosen. Die Hosen sind sehr eng geschnitten und sie beschweren sich über die Qualität. Seit 2 Jahren bekommen bayerische Polizisten ihre Uniform aus dem Logistikzentrum Niedersachsen, quasi Ausland. Und das passt, die passt ihnen irgendwie nicht. Polizeiobermeister Heuschütter erläutert das Problem. Ich bin in Uniform Zug gefahren und habe dann einen Schritt aus der Sitzreihe rausgemacht und ist mir die Hose im Schritt auf 15 cm Länge gerissen und ich hatte noch 3,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann stellt die Uniform beim Gang zum Urinal für Polizisten in Bayern einen technisch aufwendigen Vorgang dar, der Zeit und Geschick erfordert. Ist natürlich in einigen Fällen vorgekommen, dass sich Kollegen über den Reißverschluss, die Länge des Reißverschlusses beschweren. Das heißt, es ist äußerst erschwert möglich, für die Männer im Stehen zu urinieren. Das heißt, sie müssen eigentlich ihren gesamten Einsatzgürtel abnehmen, die Hose öffnen, Knopf öffnen, um dann ihr Geschäft zu verrichten. Bayerische Uniformträger haben es nicht leicht. Fragt sich nur, warum sind die Hosen in Bayern zu eng, aber nicht in Niedersachsen? Das weiß ich nicht, weil Niedersachsen hat vielleicht eine andere Hose. Stimmt. Bayern hat als einziges Bundesland den österreichischen Schnitt gewählt, der dummerweise irgendwie nicht passt. Bayerns Innenminister Herrmann will diesem Uniformproblem jedenfalls nicht länger tatenlos zusehen und hat angekündigt. Aus diesem Grund wird derzeit die Einführung eines weiteren Hosenmodells mit alternativem Schnitt geprüft. Das heißt, eine neue Hose kommt in den Test. 280 Kolleginnen und Kollegen werden die Hose testen. Und das Ergebnis daraus wird dann auch präsentiert. Und wir hoffen, dass die neuen Hosen dann deutlich besser angenommen werden. Wir drücken die Daumen, damit Bayerns Polizei auch weiterhin auf dicke Hose machen kann.